Ist auch sehr still, ne? Ich hoffe, die Nachbarn hören uns hier nicht die ganze Zeit laut reden. Ne? Ist ja schon. Aber ich glaube, hier ist der Stand. Der Typ hat mir tatsächlich gesagt, von mit. Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute beantworten wir eure Fragen. Wir. Er kommt. Ja. Ah, es juckt wie Sau hier. Ich weiß, man soll ja nicht kratzen, aber ich kann nicht anders. Ich wurde hier gestochen, nicht nur hier. Ah, oh, die ganze Beine, wirklich. Wo willst du denn hier? Kann ich mir direkt geben. Dankeschön. Ja, ganz schlimm. Du wurdest aber nicht so viel gestochen. Ja, am Bein habe ich auch ein. Aber ich habe hier ein. Aleco mio, es juckt wie Sau. Ja, ich sehe aus, als wäre ich vom Bett gefallen. Ich war duschen und habe so gar nichts drauf. Nicht mal Lippenstift. Der ist immer im Hochsommer. Ich meine, es ist wirklich warm. Ne? Wirklich warm. Dafür, dass ich glaube, wir haben jetzt 23 fast Grad. 10 Uhr haben. Ich glaube, 23 Grad haben wir jetzt. Aber ich bin ja doch die, die es gerne sehr schön warm und gemütlich hat. Und ja. Ich trinke ein Cappuccino. Ja, ne? Ja, nee? Ein Cappuccino, doch. Doch, ein Cappuccino. Ja, genau. Es ist wieder soweit. Wie viele Fragen sind das? Fünf oder sechs, ne? Mhm. Du meintest sechs. Ja, sechs sind es, ja. Okay. Aber eine schöne Kulisse hier, ne, mit den ganzen Lichtern. Ja, jetzt im Video vielleicht nicht sieht unbedingt, nicht so krass, ne? Das ist ja alles an. Genau, also wir sind weiterhin noch in Spanien, für alle, die es jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben und sich denken, warum ist es bei euch so warm? Ja. Die ersten zwei Fragen, ich schaue nur kurz drauf, die sind von YouTube. Achso, genau. Die restlichen vier sind von Instagram. Genau. Soll ich mal die stellen, die erste? Ja, legen wir doch direkt Wie los. Wie alt seid ihr und eure Kinder? Wollte sie gerne möchte wissen. Oder er, ich weiß gar nicht, ob es eine sie oder er war. Nee, es ist sie. Okay. Ja, was soll man sagen? Also ich bin 36. Was soll man sagen? Du? Ich bin keine 36. Ich bin 35 geworden. Manchmal muss man wirklich lange überlegen, weil ich fühle mich gar nicht so. Ich fühle mich viel jünger, muss ich sagen. Ja. Ja. Genau, ich bin da 8, 6. 3 und 1. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Achso, 8, 6, 3 und 1. Genau, das sind die Kinder. Weil wir haben jetzt keine Mikros, weißt du? Das ist ja, stimmt, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, ne, auch für uns. Ja. Oh, hier ist auch sehr still, ne? Ich hoffe, die Nachbarn hören uns hier nicht die ganze Zeit laut reden, ne? Ist ja schon. Aber ich glaube, hier ist der Typ hat mir tatsächlich gesagt, von Mitternacht bis 7 ist ja, nur Nachtruhe. Genau. Das heißt, bis Mitternacht darfst du da wirklich... Da ist eine Party. Da kannst du noch Spur. Ich schub, der Pool ist direkt hier. Ja. Von Carlitos 10 cm. Genau. Und hier ist auch noch tief, wenn du hier reinschaust. Schubst dich da gleich rein. So, also was haben wir noch? Dieselbe Person hat das auch gefragt. Also beziehungsweise... Ja, genau. In welchem Alter habt ihr euer erstes Kind bekommen? Genau. Ja. Wie alt waren wir da? 28. Genau. Nee. Ich war 27. Nee, 26 du warst war 26 ich. Und ich? Ja, 27. Dann. 27. Ja, genau. Das ach so, das erste Kind, das war aber nicht das erste Kind. Ach so. Also da, wir hatten noch vorher eine Fehlgeburt, genau. Das war dann, also wir wurden wirklich relativ schnell danach schwanger. Das heißt. Ja, eineinhalb Jahre vor seiner Geburt, ne, ungefähr. Ja. Genau, das erste Kind, ne, aber so das erste Kind an der Hand, also der Gianno, da war ich 26, ja. Genau, was haben wir denn noch hier? Ich finde, das ist auch so ein guter Alter, wollte ich noch dazu sagen. Ja, es gibt so viele, die kriegen sehr früh Kinder oder meine, auch so ein spät. Bisschen früher finde ich noch okay, aber so mit 18 und so ist, glaube ich, schwierig, ne. 18 im Leben. Also so ganz allgemein. Also von ich uns mein, beiden zusammen, was wir so... Genau, wahrscheinlich unsere. Ja, natürlich eben unsere, eure. Okay. Ja, man kann ja eigentlich sagen, vieles haben wir tatsächlich schon
vor der ganzen YouTube-Zeit geplant? Viele Ziele, die wir verwirklicht haben? Geplant und erreicht. Geplant und erreicht, genau. Wir haben ein Haus gekauft, Kinder und das haben wir alles gemacht, geheiratet, diese ganzen. Diese ganzen Ziele haben wir erreicht. Noch ist es okay. Lass uns erst mal weiter. haben wir alles erreicht. Aber klar, es gibt immer noch so ein paar Ziele, die wir natürlich erreichen wollen. Ne? Ja, es gibt es ja immer irgendwie. Ne? Ja, hatten wir nicht die Frage erst vor kurzem? Genau, ich erinnere mich, wo ich meinte, es ist ja schön, solche Ziele zu haben, die man, die tastbar sind, also die sehr nah sind und viele, die man. So ein bisschen weiter weg. Genau, das ist auch wichtig, weil man muss ja wissen, wofür arbeitet man denn und so in dem Sinne. Ja. Deswegen, sollen wir denn ganz genau sagen, was unser Ziel ist oder was? Unser gemeinsamer Ziel, das mit dem Ferienhaus zum Beispiel. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, von uns, was wir wahrscheinlich irgendwann machen werden. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass wir irgendwo ein Ferienhaus uns kaufen und da halt oft unsere Ferien dann machen, ne? Die ganzen, in den Schulferien dann meistens. Ne? Ja. Also ich habe jetzt noch einen Wunsch, aber es geht ja um unser. Was hast du das denn? Ich hätte sehr, sehr gerne ein Mustang. Ach so, klar. Das ist aber so ein Wunsch von mir. Es fängt gerade an zu regnen. Also das stimmt, es piepelt ein bisschen. So angenehm. Ja, so ein bisschen nieselig. Tut richtig gut gerade, ne? Ja. Also noch ist es. Ich glaube, die Spanier hier freuen sich gerade richtig, dass das es regnet. Das ist gar nichts. Also, das, wenn es nur das ist, dann ist es ein paar Sekunden wieder weg. Aber die machen ja hier direkt Party, ne? Wenn es sobald so. Ja, aber es bringt nicht viel, ne? Weil das ist ja wie in Deutschland, wenn es manchmal so trocken war, dann hat es manchmal so ein bisschen geregnet, aber es bringt nichts. Also die Erde ist trotzdem trocken, das ist das Problem. Sollen wir nicht trotzdem uns da hinsetzen? Können wir. Wegen der Kamera. Ach so, ja, das müssen wir. Das ist mir genau. Die ist neu, ich möchte nicht unbedingt, dass die, auch wenn es jetzt nur so ein paar Tröpfchen sind, vielleicht hier so. Ja. Ach, jetzt hast du diesen Tisch da weggemacht, Carlitos. Magst du ihn wieder hier hinstellen? Oder den, ja. Ich glaube, es hat wieder aufgehört. Noch ein bisschen weniger, was ist noch? Achso, hier vorne direkt, sonst sind wir zu weit weg. Jetzt haben wir das Licht im Pool aus. Oh Mist. Weil wir. Das ist ja über Solar und wir hatten aus Versehen das Ding nicht angehabt. Also es war nicht am Laden. Ne? Ob das Licht jetzt immer noch gut ist? Naja, es geht ja viel mehr darum, was wir hier erzählen. Genau. So, ich glaube, da haben wir die Frage jetzt beantwortet, oder? Ja, ich glaube auch. Dann gucken wir mal weiter. Wo wollt ihr als nächstes hinreisen? Hat noch mal jemand gefragt. Urlaubsziel? Denke ich mal, ne? Ja. Mal Urlaub machen. Auf jeden Fall Ziele, die wir haben, so was wir schon mal so ein bisschen besprochen haben, Mallorca. So, oh, es hat geblitzt. Oh, ehrlich? Guck mal, da ist der Mond. Ja. Ach krass, guck mal. Das ist gerade so richtig angenehm. Also, das kann man, ich muss jetzt unterbrechen, kann man sich ja gar nicht vorstellen in Deutschland, ne? Wie wir draußen im Regen und sagen, oh, es regnet, wie schön es ist und es blitzt und wir sitzen hier trotzdem draußen. Wenn es in Deutschland so regnen würde, wäre gut. Manchmal ist es ja richtig. Das ist ja richtig so schön. Das ist ja so ein ganz leichter Niesel. Ich empfinde das sogar als sehr gemütlich aber gerade. Aber es wieder auf. Also jetzt hat es, glaube ich, und auch gehört. Naja, aber der Himmel ist auch klar, guck mich, ne? Und wieder geblitzt. Ja, da hinten blitzt irgendwo. Genau, also Mallorca ist auf jeden Fall ein Ziel. Ja, da wollen wir gerne hin. Italien, generell Italien, ne? Ja. Ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Ja, das sind so die zwei. Griechenland, denke ich, irgendwann, oder? Ach, wir wollen ja eigentlich so alles bereisen, sage ich mal. Also erstmal hier so in der unmittelbaren Nähe, solange die Kids noch so ein bisschen klein sind, ist halt schwierig dann so. USA und solche Sachen ist schwierig mit den Kindern, wenn die so klein sind, finde ich. Ist nicht so ganz. Also ich sag mal so, schwierig würde ich es jetzt möglich, nicht behaupten, aber ich sag mal nicht. So, in dem Alter ist es für die Kinder noch sehr uninteressant. Genau, das und da dazu. Blättert man so viel und ja, das ist uninteressant. Das weil was ist denn daran schwierig? Du kannst auch mit denen hier zum Spielplatz gehen in Deutschland. Musst du die tragen? Genau das gleiche. Was ist denn daran schwierig? Ja. Ja. Kinder sind sehr schnell glücklich, also unsere, da ist es denen egal, ob wir nun hier jetzt hocken oder in Portugal, sobald sie ein Eis in der Hand haben, ein bisschen planschen können und einen Spielplatz haben, sind sie glücklich. Es gefällt denen ja schon viel besser, so Urlaub hier machen als in Deutschland oder so zum Beispiel. Das schon. Ach, also in Haselüne, wann haben die das total gefeiert? Urlaub, stimmt. Also unsere Kinder nicht.
Das ist muss ich dir sagen. Ich bin meinen Kindern eine 24-7. Ja, ja. Ich kann dir ganz klar sagen, meine Kinder sind sehr leicht glücklich zu stellen. Sie brauchen wirklich nur ein Eis in der Hand, ein bisschen was zu planschen, wenn denn gutes Wetter ist, und ein Spielplatz. Spielplatz geht immer. Ja, da sind die überglücklich. Stimmt. Wenn wir irgendwo vorbei fahren, dann Spielplatz! Und alle fahren, die Luisa, Spielplatz! Ja, ja, das ist Party. Das können wir doch erst auch heute. Hier, ja, als genau. Wir hier mit denen waren, siehst du, auch. Die waren überglücklich. Ja, das stimmt schon. Ach, es war auch ein geiler Spielplatz hier, muss man echt sagen. Ja, das krass. War richtig gut. Das war schon krass. Das war, also auch richtig gut erhalten und alles. Aber das können wir ja gleich beantworten, vielleicht direkt. Wie gefällt euch Spanien bisher, hat noch jemand gefragt. Können wir ja direkt da vielleicht beantworten. Also Spanien, jetzt mir zum Beispiel, das gefällt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich finde, das hat sehr, sehr, es ist so ein ähnlicher Stil wie in Portugal, finde ich. So die Leute sind sehr freundlich. Das soll Wetter. Ich den Tisch ein bisschen näher machen? Ein bisschen mehr? Ich habe Angst, dass man dich nicht so gut versteht. So. Ja, das Wetter ist richtig gut. Die Leute sind sehr freundlich, muss man sagen. Es ist halt sehr, fühlt sich sehr ähnlich wie Portugal an, auch so wie man hier Auto fährt und in den Supermärkten alles dieses Entspannte und so. Es ist schon, hat so einen ähnlichen Stil, finde ich. Ne? Portugal ist vielleicht noch so ein bisschen schöner, was Blumen und sowas angeht, ne? Weil da diese ganze echt, Gärtnerei, ne? Diese ganze Gärtnerei, ja. Und so. Noch da ein bisschen, richtig Mühe. Noch ein bisschen schöner, finde ich. Auch aber die Straßen mit den genau, ganzen Lichtern noch genau. Mal mehr. Ja. Da aber, weiß man, warum Portugal nicht so viel Geld hat. Also wirklich. Ja, stimmt gleich. Aber es ist wunderschön hier. Also ja. Wir sind sehr, sehr zufrieden hier. Und bis jetzt habe ich wirklich noch nichts Schlechtes hier gesehen. Was wir, so, wir haben jetzt einiges besucht. Gut, Barcelona war jetzt nicht, muss man mal gesehen haben, aber es ist jetzt nichts Besonderes, finde ich. Aber so viel los. Also es ist so, wie so du nach Köln gehst, den Kölner Dom gucken. Ja, Köln ist auch schön, so also ja. An sich. Na, wir wohnen in Köln, halt, wie oft gehen wir zum Kölner Dom? Ja, einmal im Jahr sehen wir den. Ja, aber wie oft im Jahr? Ja, ja. Einmal im Jahr, warum? Es war auch schön da in Barcelona, also in der Innenstadt. So ist cool, aber es ist halt nichts, finde ich hier viel schöner, wo wir jetzt sind. Oder auch Lloret de Mar, das war, hatte viel mehr Stil. Ne? So diese engen Gassen und so und dieses coole Leben da. Ne? Das ist schon entspannter, ne? Diese kleinen Lädchen, die sie da haben und so. Ist schon coole, auch gute Preise und so. Das ist alles so ein bisschen lockerer. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, also mir gefällt es super gut hier und ja. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, hier mal so ein Ferienhäuschen zu haben, ne? Hier oder Portugal, also das ist schon schön. Was ich hier auch schön finde, sind auch die Strände, dass du halt hier echt schöne Strände mit warmem Wasser und wenig Wind auch hast, ne? Dadurch, dass es halt Mittelmeer ist, das ist schon ein Vorteil, ne? Das ist schon sehr, sehr schön. Obwohl ich natürlich auch den Atlantik mag, ne? Aber hier für die Kinder und so ist es schon schöner. Mhm. Und du? Ja, ich war ja schon öfters hier in Spanien mit meinen Eltern, also schon als Kind. Und ich fand das schon immer sehr cool und wollte schon immer Spanien näher kennenlernen. Nur hat es sich nie gegeben. Und meine Eltern, wir waren dann halt, wenn wir hier waren, waren wir halt nur ein paar, ich war auf dem Weg nach Portugal. Wir haben dann angehalten, hatten Kontakt zu Spanien. Wir waren ja auch hier im Restaurant im Norden, über Madrid. Ne? Mhm. Und ich wollte aber schon immer die ganzen Küste hier entlang fahren und das einfach mal den ganzen Süden abfahren und kennenlernen. Und ja, jetzt war es soweit. Ne? Hat mir oder gefällt mir richtig gut. Ja. Wir sind ja hier in der Nähe von Valencia. Das heißt, also hier ist es halt mehr, weniger Ausländer, so in dem Sinne. Stimmt, ne? Hier sind sehr viele Einheimische. Ne? Genau, aber man sieht ein paar Marokkaner zum Beispiel. Ja, so ich sag jetzt mal direkt Marokkaner, weil das... Wahrscheinlich Marokkaner. Oh doch, ganz sicher. Ja, okay. Ja habe ich schon, ja. Also, ich ne? So, weiß ich nicht. Ich habe eine beste Freundin. Aber vereinzelt tatsächlich, ne? So, ja, ja, vereinzelt. Nee, aber ich habe gesehen. Aber auch in Lloret de Mar tatsächlich habe ich auch so ein, zwei, oder? Ja, ach, die gibt es ja immer in Portugal, siehst du auch ganz viele. Ja. Aber hier ganz viele auch gesehen, die auch hier leben. Ne? Die, ja, hier, ja, die leben. Auch hier leben, genau, ja. Hat man gesehen. Ja, aber die haben auch hier Geld, weil das sind ja hier nur Häuser. Ne? Das hier, wo wir gerade sind, ist eine Luxusgegend, definitiv. Ja, hier hat jeder einen Pool, die haben hier krasse Häuser. Ja. Auch das Haus hier, was wir haben, das ist so wunderschön, ne? Ja. Das könnte ich mir echt vorstellen, ne? Hier, das so ein Haus zu haben tatsächlich, ne?
Das ist jetzt keine Monstervilla, wie in Portugal da hatten, aber brauchen es ist wir aber richtig, nicht. Richtig Wisst schön. Ihr noch, als wir im Süden waren, in der Nähe, das war in Stubel, ne? Mhm. Und da in der Villa, wo ich euch die Villa gezeigt habe, ihr habt euch das gewünscht, eine Tour, da habe ich direkt am Anfang, weil ich wirklich ein komisches Gefühl dabei hatte, da habe ich gesagt, so Leute, ich zeige euch das Haus, ihr habt euch das gewünscht, diese Villa zu sehen, aber ich sage euch direkt, eigentlich passt dieses Haus ja gar nicht so zu uns. Wir haben euch ja erzählt, warum wir dieses Haus genommen haben am Ende. Und jetzt muss ich euch sagen, also jetzt sind wir hier und jetzt kann ich euch sagen, dieses Haus passt aber zu uns. Und ich glaube, wenn ihr habt euch ja eine Haustour gewünscht und wenn ihr das dann seht, ich weiß nicht, morgen, übermorgen mal gucken, dann werdet ihr ganz bestimmt auch von selbst sagen, ja, passt eher zu euch. Ja. Ist jetzt zum, ich sag mal, wenn wir es kaufen würden, wäre es ein bisschen zu klein, ne? Ja, also als Ferienhaus würde es reichen. Ne? Ja, aber die drei Kinder sind in einem Zimmer und da wird ja auch größer. Gut, man könnte sagen, wir gehen ins Wohnzimmer. Ja, man könnte sagen, Wohnzimmer zwei Jungs und Zimmer zwei oder Mädchen. Wir das zwei. Geht, oder wir, klar. Weil ich bin immer der Meinung, wenn Eltern schon auf solche komische Ideen kommen, dann bitte Eltern, bleibt ihr doch aber im klar, Wohnzimmer. Aber klar, so ein Zimmer. Hier ist zum Beispiel zwei Bäder und man bräuchte nicht zwei sozusagen. Genau, aber bin ich auch der Meinung, eins reicht. Ich meine, viele sagen ja, eine Großfamilie muss immer zwei haben, haben wir zu Hause auch. Aber hier würde tatsächlich eins als reichen. Als Ferienhaus reicht einer. Ja, aber ein Zimmer bräuchte man schon. Nichts Großes, aber damit das Kind sich zurückziehen kann, verstehst du? Aber es ist kein Muss, finde ich. Für ein Ferienhaus ist es okay. Wenn du da wirklich permanent lebst, dann ist es was anderes. Aber es wäre optimal. Es wär Weil optimal, es geht ja darum, dass ich jetzt sage, das Haus ist wirklich für uns gemacht. Ne? Aber es ist schon echt schön, muss man sagen. Also so die Lage und wie es aussieht und so sehr, das sehr schön. Das andere Haus in Stubel war einfach smart. Zu smart. Ja, das war natürlich auch super, aber zu riesig. Halt, aber ich brauche das Ganze Guck mal, nicht die Zimmer, nur. Da waren so viele Manchmal Zimmer, die haben wir nicht mal mehr. Genutzt. Ja, die meisten eben. Zimmer wurden nicht mal benutzt. Da waren Spiegel mit so Touch-Dinger und so. Also da bin ich sogar zu alt für. Ich kam da gar nicht mehr mit zurecht. Ja, braucht man nicht. Braucht wirklich man nicht, nicht, nein. Das nicht, aber hier ist wirklich sehr, sehr schön. Auch hier die Gegend und so ist perfekt. Ne? Du hast so Ruhe hier. Du parkst irgendwo, wo du willst, an der Straße oder wo auch immer. Ne? So entspannt. Wir waren in der Innenstadt, angenehm. Alles so ruhig. Ja, ich glaube, jetzt halten wir uns schon Spaß. Zu lange. Genau. Also für ich finde es wunderschön und ich würde immer wieder gerne hierher kommen. Und was uns natürlich auch wichtig war, vielleicht sagen wir das noch, war auch, dass wir nicht zu weit in den Süden gehen. Wir wollten vor allem diese Gegend so ein bisschen zur Grenze, was nicht zu weit ist, mit dem Auto auch zu fahren von Deutschland. Das war uns auch wichtig. Ne? Deswegen ja auch dass die Überlegung maximal nicht bis Valencia. Genau, deswegen die Überlegung, dass wir Valencia sind ja dann maximal irgendwie, ich sag mal, zwischen Valencia. 16, 18 Stunden, noch weiter weg nicht. Ja, Portugal so bei uns wäre 24 Stunden ungefähr. Man ist gezwungen auch zu schlafen. Ja, das und ist so wie ein wir es gemacht Problem. Haben, wir haben geschlafen und mitten in der Nacht dann losgefahren. Ja. Also wenn wir zwischen 4 und 5 Uhr losfahren, die Kinder schlafen noch. Es war optimal. Ja, wir kamen ja kurz nach 18 Uhr da. Gut, Lorette Mar. Lorette wir müssen noch mal 2,5 Stunden dazu. Aber da müssen wir mal schauen, ob Lorette Mar oder irgendwas dazwischen. Oder Valencia. Das ist jetzt das auch nur schauen. Eine Überlegung. Wir wollen euch jetzt da nicht irgendwie was erzählen, was wir nicht wissen. Wir sind auch selber noch am gucken und es muss halt alles passen, ne? Das perfekte Haus muss da sein, perfekte Gegend. Aber wir sind jetzt hier und sind schockverliebt in das Haus. Also ich kann mir nicht vorstellen, selbst so Italien und so, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also das hier ist, glaube ich, wirklich das perfekte Klima. Du kannst wirklich Frühling, Sommer, Herbst hierher kommen und in den Pool gehen und den Strand und alles. Das ist schon bombastisch. Ich fühle mich sogar ein bisschen wie zu Hause. Also ich habe bin schon alleine shoppen gegangen und habe da Preise runtergehandelt, habe da irgendwie einen Mix aus Spanisch und Englisch und Portugies und Deutsch. Ich glaube, alle vier Sprachen irgendwie und versucht irgendwie runtergehandelt und habe es dann auch geschafft und ich war so stolz, weißt du noch, wie ich da kam in meiner Tüte. Aber überleg mal, wir sind jetzt hier, es ist, keine Ahnung, 10.30 Uhr oder was, ich sitze hier mit T-Shirt und so mitten im Oktober, weißt du, oder Ende, fast Ende oder was. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also in Deutschland kannst du dir das nicht vorstellen. Das ist fast unmöglich. Ne? Um die Uhrzeit. Ja. Vielleicht mal tagsüber gibt es mal einen Tag, wo es mal so ein bisschen okay ist. Aber nicht mit T-Shirt. Ne? Ja. Das ist schon bombastisch. Morgens, abends. Hier brauchst du echt keine Jacke tatsächlich. Ne?
Ja gut, im Vielleicht Winter im schon, Winter so natürlich. ein Aber es ist bisschen ja auch schön, kälter. dass. Leute, wie ihr das falsch versteht, der Winter ist ja schön. Es ist Kuschelzeit, Für mich ist es nicht Badezeit. schön, aber. Ja, ich meine in dem Sinne schön, wenn man weiß, es geht jetzt ein paar Wochen Ja, und dann ja. ist wieder gut. Das Klar. verstehst du? Ich meine, ich will ja auch nicht Weihnachten haben und mit Bikini am Pool Nein, sitzen, das verstehst nicht. Das du? ist ja schon Ich mag ja übertrieben. diese Kälte während der Weihnachtszeit, um die Weihnachtszeit. Aber sobald es wieder Frühling ist, möchte ich auch wieder Sommer. Und ich habe einfach das Gefühl in Deutschland, ich warte und warte. Ja, der Frühling und verpasst, dieser Sommer der war halt Sommer auch miserabel, der passt ne? und der Sommer ist noch nicht richtig da. Wir haben ja dieses Ja, Jahr noch nicht mal es unser war Pool kein richtig richtiger aufstellen Sommer, ne? können. Dieses Jahr war halt echt sehr, sehr schwach. Das war halt das Es Problem. gab gute Tage, darf man nicht Aber vergessen. Wenig Aber nicht tatsächlich. So am Stück dieses. Ja. Aber auch wenig tatsächlich. Also dieses Jahr Ja. war wirklich sehr, sehr mau. Also die letzten Jahre Ja. war gut, muss man sagen. Es gab echt gute Jahre, aber dieses Jahr. Aber gut, deswegen haben wir ein bisschen mehr Urlaub gemacht, ne? Ja, Um deswegen halt ein haben wir bisschen gesagt, mehr das Sonne machen auch wir. zu tanken. Wir waren noch nie so wirklich in Herbstferien im Nee, das Ausland. nicht. In Deutschland Urlaub, Aber ja. auch schon mal in Deutschland Deutschland. hat auch ganz viele schöne Ecken, darf man nicht vergessen. Mhm. Aber zu der Jahreszeit eben Ach, guck mal, nicht. wo wir, wann waren wir denn in München? Vor zwei Jahren oder was? Ach, das war ja Oder auch so ein Jahr? Herbstzeit, oder? Das war genau in den Herbstferien. Guck mal, wie es da war. Da waren wir mit fetten Jacken und alles. Es war mega kalt. Und Das trotzdem ist war es Aber es war wunderschön. schön, klar, es war auch schön. Und da waren War auch wir gut. überlegt, ob wir nach Paris fahren oder nach, da, oder Stimmt, nach das war auch eine Überlegung. München. Ne? Ja, ich habe irgendwas gehört. Ich aber auch. Oh, stopp. Muss ich gucken gehen? Das war die letzte Frage. Kann ich ja. beenden, oder? Ja, beenden. Ja, krass, ey, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon reden. 25 Minuten oder was? Nee, noch gar nicht so lang. Ja. Ich habe immer noch mein Cappuccino drin. Es ist immer noch unfassbar warm. Und mir ist jetzt selbst warm geworden. Boah. Man könnte jetzt tatsächlich noch in den Pool gehen. Wirklich. Es ist so warm. Mega. Ich brenne. Ich brenne immer, wenn ich was trinke. Ja. Total ruhig hier. Ich höre den Dario. Aber sonst, man hört ja gar nichts, ne? Und was war es bitte für ein Regen eben? Ja, die Leute freuen sich ja hier, wenn es regnet. Wenn es lange nicht regnet. Ja, so ihr Lieben, ich beende jetzt hier das Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen.